Aber ich glaube, der. Nee, warte mal. Hier gibt es, glaube ich, 3 Stufen, genau. Einmal ohne Supersprint, dann mit Supersprint und mit ohne und hin und zurück und keine Ahnung, irgendwie sowas. Oder die waren alle ohne. Ich weiß es nicht mehr. So, ich glaube, wir haben alle. Alles, all. Weil Supersprint ist anders als das hier. Nein! Ach komm. Bevor ich das nächste Mal nochmal hier dran vorbeilaufe. So, wir müssen auf jeden Fall Kurven schneiden, so nicht. Fast schon wieder, ey. An der gleichen Stelle sogar. Sehr gut. Nummer 1 wäre geschafft. Moira. Oder so. Schöne Farbe. Hey, da ist noch einer. Der war ganz schön schnell. Vielleicht kannst du ihn fangen, wenn ich den Supersprint aktiviere. Ich weiß nicht, ich nehme seine Stimme, kommt mir irgendwie bekannt vor. So, das war jetzt erstmal wichtiger. So. Dann komm du mal her. Kermit. Was jetzt mit dem dritten? Oder gab es keinen dritten? Atlas. Ich bin am Überlegen, wo das letzte Ei sein könnte. Diese Typen gehören hinter Gitter. Das ist schon wieder so unabgeschlossen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es da wirklich zwei... Ja, da gibt's zwei. Das ist ein verstecktes da drin. Und, eins, was man erspielen muss, dann... Okay. Dann ab nach Hause. Mein Getränk ist gleich alle. Und wir haben gleich schon 1 Uhr. So, was kommt denn jetzt? Dieses komische... Oh nein! Dieses komische Aqua-Level. Oh. Das mag ich nicht, aber das ist das Letzte. Hallo. Juhu, mein Tor funktioniert wieder. Bis später am Strand. Jo. Muschel. Strand. Oh, da gibt's so ein dummes Level mit der Sheila. Das ist richtig kacke. Das ist kacke. Richtig kacke. Ich will das nicht machen. Ich hoffe, ich... Oh nein, da gibt's... Oh, das ist nur beschissen, fällt mir gerade ein. Aber hier muss man, glaube ich... Geht das? Kann man nicht... Während ich weg war, haben meine Freunde sich das U-Boot der Rhinoxe ausgeliehen. Dann haben sie eine Spritztour damit gemacht. Und dann sind sie damit in einen Haufen Steine gekracht.
Komischerweise fanden die Rhinoxe das nicht so lustig und haben meine Freunde in das Gefängnis da hinter dir gesperrt. Mhm. Da. Das ist das Gefängnis. Da gehört ihr auch rein. Nicht! Aha. Unterwasserlevel, ne? Ich fand Aquaria besser. Das war schon mal gut. Das war auch sehr gut. Okay, war das? Ne, da sind noch zwei Fläschchen. Hier gibt es auch einen Könnerpunkt. Meine ich mal. Okay. Kannst super zielen. Viel zu hoch geschossen. Okay. In dem nächsten Wasser-Ding kommt das. Wenn du eine kurze Zusammenfassung über deinen Fortschritt in einer Welt haben willst, kannst du die Select-Taste drücken. Damit öffnest du den Atlas auf der Seite der Welt, in der du dich befindest. Das weiß ich schon. Das habe ich selbst ausprobiert. Okay, ich würde sagen, wir gehen zuerst nach unten. Da war ein Ei. Ach komm. Ich hab den aber zuerst berührt, fand ich persönlich. Jason. Jason! Okay. So. Dann gehen wir jetzt auf die Brücke. Schmeißt ihr nur? Oder lasst... ihr rollt die runter. Okay. Da kommen wir auch noch rein. Okay, geht's weiter. Hab das Level jetzt anders in Erinnerung gehabt. Okay. Warum ist die Flasche kaputt gegangen? Egal. So. Dann gehen wir jetzt erstmal hier die Treppe hoch. Durch Schweben kommst du nach dem Gleiten weiter. Drück einfach die Dreiecktaste am Ende deines Gleitflugs. Ich weiß, das haben wir schon alles besprochen mit Jäger. Sehr schön.
Ach, egal. Oh nein. Was ist das denn hier? Ist das schon das, was ich denke? Ich hoffe doch nicht. Ach, wenn wir schon hier sind. Oh, hi, Spyro. Einige meiner Seehundfreunde versuchen, eine Rhinox-Festung zu zerstören. Ich will auch hin und mithelfen. Ich liebe den Duft angesenkter Rhinoxe am Morgen. Nicht das machen, bitte. Oh, das ist so dumm. Meine Augen jucken. Es ist nicht schön. Hi, Sheila. Die Rhinoxe haben auf unserem Strand eine Festung gebaut. Die werden wir zu Kleinholz machen. Du musst nur die Ecktürme für uns übernehmen. Wir zünden jetzt die Bombe. Sorg dafür, dass du alle Ecktürme mit einem Kopfstoß zerstörst, bevor die Lunte zu Ende ist, okay? Vor allem habe ich halt damals, als ich das erste Mal gezockt habe, habe ich gedacht, dass man halt nur die vier Ecken kaputt machen muss. Aber man muss halt alles kaputt machen. So, ich trinke jetzt erst nochmal was. Und hoffe jetzt, dass das ganz, ganz schnell vorbei ist. Das? Ich hoffe nicht, dass es da noch irgendwie einen Punkt gibt, einen Könnerpunkt. Das wäre sehr doof. Wow, ich kann nicht glauben, dass ich diesen Knall überlebt habe. Wie gut, dass ich dieses Ei schön sicher in meiner Tasche hatte. Molly. Es ist dick? Ja, es ist dick. Süß. aber es hat mich jetzt irgendwie gewundert, dass das so schnell ging. Ich weiß nicht, warum ich da hier damals so übelst harte Probleme hatte. Also richtig Probleme. Verstehe ich nicht. Naja. Dann wäre das auch erledigt. Können wir ganz schnell wieder dieses komische Level verlassen. Los, schwimm was schneller. Du hast so große Füße, damit kann man so viel Anschubs geben.